Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 6. Und wir werden direkt gebissen hier. Wissen wir direkt, wo wir zu finden sind. Ich sagte ja schon vorher, einen kleinen Aufnahmemarathon habe ich mir mal so überlegt. Ja, nicht Aufnahmemarathon. Aber ich wollte halt mal mehr als nur eine Folge pro Tag aufnehmen. Komm, nimm was. So. Klatsch sie doch. Alles klar. Jetzt darf ich endlich wieder reden. Ja, also ich bin gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Erstmal noch ein Tic-Tac futtern. Wo schießt die denn jetzt drauf? Wir sind hier irgendwie gerade durch eine Falle, in eine Falle reingekommen quasi. Haben vorher noch ein paar Schalter betätigt und da sind wir schön direkt durchgefallen. Ich bin ganz schön arschlochmäßig. Wo ist der andere denn? Liegt jetzt auf dem Boden? Laber, Double Kill mit einem Schuss. Hammer geil. Das ist natürlich schön. Lol. Kann er nicht die Luft anhalten? Nein, kann er nicht. Wer schreit denn da schon? Oh mein Gott. Von da oben. Lasst mich in Ruhe. Platsch, Splatter, Splatter. Juhu! Jump, jump! So, du bist hinterhergekommen. Ey, wo sind wir denn jetzt hier bitte abgeblieben, ey? Leck mich doch am Arsch. In den Tiefen der Tiefen, der Tiefen, der Tiefen, der Tiefen. So komme ich mir auf jeden Fall gerade ehrlich gesagt vor. Ja, wieder ein bisschen Scharfschützenmunition. Haben wir ja letzte Folge doch schon ein bisschen mit rumgeballert. I promise you, we're not gonna let Simmons get away with all this. Good. I won't rest until he's paid for what he did to Temple. Los, gib mir Feuerschutz. Sehr gut. Eingerastet. Und oh 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 oh. Stomp! Leute, wo kommt der denn her? Schön ausgewichen, muss man dir sagen. Man hat hier auch schon direkt die Klapperschlange bekommen. So. Hä? Von wo denn? Da oben laufen ein paar rum. Ach egal, wir laufen hier einfach mal rüber. Scheiß drauf. Ich hab wieder so einen tollen Helm. Bitch. Nein! Oh, renn, 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 renn. Oh mein Gott. Boah. Puh. Das wäre jetzt ärgerlich geworden, wenn der Screamer, ich nenne ihn einfach mal Screamer, geschrien hätte. Ich bin ja froh, dass er dafür das schnell genug reagiert haben, ey. Puh. Das wäre schlecht gewesen. Nee, wir kommen jetzt immer von da oben. Ja, Spaß dran. Oh, genau. Ja, genau. Hält voll viel aus, oder was? Ein Quatsch. Ha! Boah, in die Eier. Oder was auch immer davon noch übrig ist, nachdem man tot ist. Untot ist. Ja, sehr schön. Hinten ist alles frei. Vorne ist der Weg auch frei. Dann springen wir erstmal eine Runde. Um weiter im Mittelpunkt der Erde rumzuchillen. Boah, da hinten müssen wir rüber. Ah, ein ganzes Stück vor uns. So, da steht... Ah Gott, wieder so ein nerviges Stück Scheiße. Ich renn jetzt auch noch weg. Bleib hier. LOL! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hammer geil, wir sind mir helfen. Thanks for the assist, partner. Thank you. Das sah ja mal extrem lustig aus, wie der geflogen ist. Ist er jetzt tot? Ah ja. Oh oh. Direkt der Nächste an, der nerven möchte. So, jetzt hier aber rüber. Wo ist denn jetzt der Schreihals hin? Schreihals! Schreihals ist voll der gute Name bei ihm.
Gerade weil er ja so einen tollen Hals da hat. No, Sir. Tschüss. Und danke für die Erfahrung. Ja, genau, explodier auch noch. Du Hurensohn, ja. Leute, das ist alles voll mit... Wer zur Hölle wickelt denn bitte um tote Dynamitstangen? Wollt ihr mich jetzt vollkommen verkackeiern oder was? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe gelesen, man soll auf die... Oh mein fucking Gott. Oh mein Gott. Renn! Renn, du... Nein! Aua! Auf die Beinchen! LOL! Nein! Jetzt liegen wir auf dem Boden. Shit, fuck. Shit, 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 shit. Rette mich! Das ist gar nicht... Jetzt bin ich tot. No! Boah, wo kommt denn der Fettsack her? Scheiße, Mann. Ha. Guck mal an. Nimm das. Und hab da ganz viel Spaß mit, du fette Sau. Ich hab gelesen, man sollte auf die Beinchen schießen. Das wäre vielleicht vom... Vorteil. Oh mein Gott. Lol. Alter, ist der schneller durch. Oh, ich lieg jetzt auf Brücken. Lol, schon tot. Krass. Okay, das hat echt geholfen, der Tipp mit den Beinen. Echt nice. Die ging ja schnell weg. Na, komm erstmal runter. Kann ich nicht auf das Dynamit ausschießen? Ne, der lässt das einfach nur fallen, ne? So. Haben wir das jetzt geschafft? Dann gehen wir doch jetzt mal hier rüber. Ach, guck an, hier sind ja ganz viele Vasen. Das ist ja fein. Das ist ja geilotronisch. Da war da... Nee, war da keine? Oh. Ich sehe so schlecht hier. Ich muss, glaube ich, echt mal... In der nächsten Aufnahmesession sollte ich die Rollladen wieder runter machen. Wenn man so tagsüber aufnimmt... Nein, 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 nein! Schön weit entfernt die kaputt machen. Lol. Wie geil ist denn der Kill? Friss dir Dynamit, du Stück Scheiße. Ich hör da noch was. Weißt du was? Ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Ich geh jetzt hier rüber. Ich hab da keinen Bock drauf. Na, 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 na. Wir gehen voran. Lass uns gar nicht irritieren von dem, was dahinter kommt. Guck mal, die kommen nämlich schon von allein hinterher. Ihr Würstchen. Stump. Hui, upsi. Und hack. Fleisch für alle. Oh mein Gott, der kommt, der kommt, der kommt. Mal geil, geht der schnell kaputt. Okay, er wackelt noch ein bisschen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geil. Wuhu. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah. Kann den da einer kaputt machen? Shit. Boah. Sehr schön. Ha! Uiuiui. Schöner Kill. So, wir haben gar nicht mehr so viel. Alter, jetzt haben wir wieder schön Munition davon. Die behalten wir natürlich wieder mal für besondere Sachen auf. Na, komm runter. Oh oh. Ha! Gut, dass der Schrott nicht so streut. So, wieder ein bisschen Pistolenpower.
Und hier runter. Ah, da sind wieder ganz viele feine Kisten. Yeah. Ich finde, das ist noch relativ Resident Evil-lastig. Die Leon-Kampagne bislang. Also das, da fällt einem das noch nicht so auf. Und ich muss ja sagen, es kann halt nicht mehr so Oldschool-Horror-mäßig sein, wie man es halt aus den ersten Teilen kennt, weil es halt einfach nicht mehr heutzutage gängig ist. Die ganzen jüngeren Leute kennen es halt einfach nicht anders. Weißt du, wir jetzt von der etwas älteren Generation... Hilfe. Hilfe. Helena, get out of there! Alter, was macht ihr denn da jetzt? Was mache ich jetzt? Leon, I need your help. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Da wollte ich gerade noch einen klugen Satz, kluge Sätze sagen. Oh Gott, wie ich gar nicht treffe. So. Ja, nee, es ist halt doch schon deutlich actionlastiger als die als ein paar Vorgänger. These guys never go down easy. Scheiße. Aber es ist halt heutzutage... Oh, nice, der ist doch noch gestorben. Aber es ist halt heutzutage so der Fall. Oh, lol, lol. Und noch so ein Fettsack. Die arme Helena, ey. Wie komme ich denn bitte weiter? Die muss sich hier durchkämpfen. Naja, ist ja gar kein Problem. Du machst das schon. Wo ist denn der... Wo ist denn der andere Fettspacko? Boah, man sieht echt gar nichts. Die ist echt scheiße, die Sniper. Viel zu weit weg. Jetzt habe ich hier irgendjemanden gehört. Ihr kommt doch jetzt hier nicht einfach auch hoch, oder? Oh mein Gott, natürlich kommen sie jetzt hier hoch. Dann habe ich jetzt hier auch noch Spaß. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah! Ja, genau. Fuck you. Ah, ganz viel Scharfschützenmunition wieder. Wo ist denn Helena mittlerweile? Na, die kommt schon näher. Oh mein Gott, sie wird aber hart verfolgt. So. Peng! Guck mal, da ist noch ein Emblem, sehe ich von hier hinten. So. Sehr schön. Komm, geh runter. Das ist tatsächlich ein ganz schön kompliziertes Brückensystem. Ja, schön. Da kommt ja manchmal so ein rotes Aufblinken. Ach, hier kann ich gar nicht rüber. Wow. Shit, das heißt, ich kann die ganze Erfahrung nicht aufsammeln. Oh. Das ist aber echt traurig. Ich nenne es immer Erfahrung. Das sind ja eigentlich Fähigkeitspunkte oder Fertigkeitspunkte. Ich weiß es gar nicht genau. Aber ich bleibe jetzt einfach mal bei Erfahrung. Nee, was ich sagen wollte, bislang gefällt mir die Kampagne von Leon. Ich habe ja deutlich Schlechteres von den anderen gehört, leider. Muss ich mal gucken, ob ich die wirklich dann auch hardcore zocken will oder nicht. Das werde ich mir dann noch überlegen. Hä? Die dicke Erfahrung, wie sie da überall da oben liegt. Oh, das ist traurig. Hätte ich gerne. LOL! Wieso fällt denn der da einfach so runter? Bist du doof, Leon? Ganz schön doof. So. Jump. Oh. Dann benutzen wir wieder die schöne Kurbel und kurbeln uns ein. Oh Gott. Das dauert ja ewig. Lol. Okay, müssen wir jetzt kämpfen, oder was? What the fucking hell?
Müssen wir rennen? Ich glaube, wir müssen rennen. Jump! Yeah, jump! Nein, 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 nein. Lass mal einfach. Einfach in Ruhe. Huhu! Alter, oh Gott, hier zerfällt alles gerade. Der ganze Mittelpunkt zerfällt in der Erde. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nicht gut, gar nicht gut. Wo bleibt sie denn? Jetzt hängt die auch noch fest. Was ist da hier? Au! Hopp! Drück! Das Stück! Jawohl. Los, rüber da! Wir sollten weg. Leute, wir sind jetzt kaputt. Sind wir jetzt unter Wasser oder was? Oh oh. Ich glaube, gleich kommt der Fisch. Und zwar in der nächsten Folge. Oh God, what do we do? Hat auch nicht. Oh, wir fahren erstmal ein bisschen hier mit dem Wasser herum. Ich kann auch gar nichts steuern. Kannst du das einfach nur angucken. Wuhu! Lol. Okay. Na gut, dann machen wir das jetzt hier. Schwimmen! Wir haben nicht mehr so viel Luft. Ist hier Luft? Oh ja, da ist Luft. Alles klar. So, jetzt haben wir mal kurz hier Ruhe. Also Leute, ich bedanke mich wieder mal fürs Zusehen. Haut rein, bis zur nächsten Folge. Let's play Resident Evil 6. Yeah!